Die Stufenpyramide von Saqqara mit etwa 62 Metern Höhe und einer Grundfläche von 109 mal 121 Metern gilt die Stufenpyramide als die älteste Pyramide in Ägypten. Wenn du erfahren möchtest, was sich in und vor allem unter der Pyramide befindet, dann bleib dran und lasst uns die Pyramide zusammen erkunden. Was könnte der wahre Zweck dieses Bauwerks gewesen sein? Schreibt es uns in die Kommentare. Endlich sind wir hier. Also, wir betreten jetzt die Stufenpyramide. Was mir hier als erstes auffällt, ist dieser Felsen hier direkt über dem Eingang. Der sieht extrem verwittert aus. Bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat. So. Endlich! Ich habe es alleine in die Stufenpyramide geschafft. Also diese Säulen hier wurden auch direkt in den Felsen gehauen. Die Stufenpyramide von Saqqara, auch bekannt als die Pyramide des Djoser, ist vielen Leuten bekannt. Aber nur wenige Menschen sind sich des viel größeren Geheimnis bewusst, das unter der Pyramide liegt. Es scheint so, als ob diese Pyramide auf einer noch viel älteren unterirdischen Anlage errichtet wurde. Und hier sind wir nun. Der gigantische Würfel besteht aus 32 riesigen Blöcken aus rotem Granit aus Assuan und ist ca. 4,70 Meter lang. Allein der runde Stopfen aus Granit wiegt bereits 3,5 Tonnen. Ganz in der Nähe der Stufenpyramide gibt es einen ähnlichen Ort. Hierbei handelt es sich um einen weiteren riesigen Schacht mit einem fast identischen Granitwürfel am Boden. Allerdings steht hier keine Pyramide drauf und der Schacht ist nach oben hin offen. Es gibt auch andere Strukturen in der Wüste um Gizeh, die sehr ähnliche Gruben haben, die senkrecht in den Felsen geschnitten wurden. Diese Anlagen werden oft als unfertige Pyramiden bezeichnet. Hier ist vor allem die sogenannte unfertige Pyramide von Abu Rawash zu nennen. Wir haben die Pyramide von Abu Rawash besucht und das Video dazu könnt ihr demnächst hier auf unserem Kanal sehen. Unter der Stufenpyramide gibt es ein Labyrinth aus Tunneln und Kammern, die insgesamt fast 6 Kilometer lang sind. Es scheint so, als wäre dieses unterirdische Labyrinth um diesen zentralen Schacht mit dem Granitwürfel herumgebaut worden. Der Schacht ist ca. 28 Meter tief und 7 mal 7 Meter breit. Hier könnt ihr den gigantischen Schacht sehen und die Unterseite der Pyramide, welche vermutlich erst später darauf gebaut wurde. Hier kann man sogar etwas altes Holz sehen, das sie für den Bau verwendet haben. Tausende Jahre alt. Sieht aber immer noch gut aus. Die Stufenpyramide ist bekannt dafür, dass sich unter ihr ein riesiges Tunnelnetzwerk befindet. Hier könnt ihr sehen, dass es viele Löcher in den Wänden gibt. Das sind alles Tunnel und Korridore. Und bei der oberen rechten Ecke dieses Würfels führt auch eine Treppe nach unten. Das ist wirklich ein sehr mysteriöser Ort. Und allein dieser Schacht hier ist echt super beeindruckend. Es ist wirklich unglaublich. Der Felsen hier sieht etwas anders aus als in den anderen Pyramiden. Er sieht irgendwie dunkler aus. Sehr dunkler Felsen. Wie auch immer, das war die Stufenpyramide von Saqqara. Das war ein kurzes informatives Video.
Leider ist das hier der einzige Bereich, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Für den Rest braucht man eine spezielle Erlaubnis, die viel Geld kostet. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Für weitere Videos über mysteriöse Orte auf der ganzen Welt, bitte abonniert unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.